Heute Mittag war es soweit. Mit der Sprengung des Förderturms des Martin-Hob-Neuner-Schachtes an der Vettermannstraße verschwindet nun endgültig, auch optisch, ein Stück Zeitgeschichte in Mülsen. Auch wenn die guten alten Zeiten vorbei sind. Menschen, die im Bergbau tätig waren und ganz besonders diejenigen, welche genau hier gearbeitet haben, gingen dieser Sprengung sehr nah. Für jüngere Zeitgenossen und Anwohner hingegen verschwand lediglich ein weithin sichtbarer Schandfleck. Von der Bergarbeitersiedlung Mülsen aus bot sich heute gegen 13 Uhr dieser Blick. Irgendetwas fehlt. Jahrzehntelang waren die Anwohner an diesen Anblick gewöhnt. Auch lange nach der Stilllegung des Schachtes war der Förderturm immer präsent und auch Orientierung. Also rein persönlich verbindet mich eigentlich mit diesem Turm nichts, weil ich keine gebürtige Mülsnerin bin. Ich bin vor über 30 Jahren hierher gezogen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele einheimische Mülsner diesen Turm praktisch etwas vermissen werden. Es sind ja sicherlich auch Menschen dabei, die vielleicht noch viele Erinnerungen dabei haben. Ich selber sehe seit Jahren, dass dieser Turm eigentlich schon hätte längst weggemusst, weil es eben auch ein kleiner Schandfleck ist in der Umgebung. Und viele werden sich vielleicht freuen, wenn dann vielleicht in Zukunft hier ein neues Objekt entsteht, vielleicht für Eigenheime oder etwas anderes. Ehemalige Bergleute sehen die Sprengung und das Verschwinden des Turmes verständlicherweise emotionaler. Ich war früher auf den Schacht hier. Viererschacht und hier. Und da oben in Niklas den Zehnerschacht. Ja, wie gesagt, 16 Jahre habe ich die Grube. Und das tut schon etwas weh, wenn man dann zurückdenkt, wie wir hier gearbeitet haben, geschuftet haben, auf Deutsch gesagt. Tut schon weh. Es ist schade drum, vielleicht hätte auch was anderes gemacht werden können. Aber heutzutage ist ja alles sehr teuer, die Unterhaltungen. Alles war schön damals. Wir haben unser Geld schwer verdient damit. Jetzt ist es nur zu weit, dass wir nur Planie machen. Was da hier mal aus dieser Fläche wird, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Denn mit 78 Jahren werde ich dieses Jahr 79. Wird wahrscheinlich hier nicht mehr erleben, aber ich hoffe, es kommt was Günstiges hier. Eine schöne Kaufhalle, denn hier wohnen rundum alles ältere Personen. Nicht nur die waren heute Vormittag auf den Beinen. Viele Schaulustige aus nah und fern waren nach Mülsen gekommen, um sich die Sprengung anzusehen. Jung und alt. Teilweise hatte es fast schon ein wenig Volksfestcharakter. Wobei man sagen muss, die Abstände wurden eingehalten, sowohl die zwischen den Menschen als auch der zum Turm. Darauf achteten Polizei und Ordnungspersonal. Mehrfach versetzten auch wir unsere Kamera. Das war kein Problem, Sicherheit geht vor. Hier und da hörte man im Vorbeigehen Gesprächsfetzen von ehemaligen Bergleuten. Auch nach Jahrzehnten sind für sie viele Erinnerungen sehr lebendig. Ich habe auf diesem Schacht gearbeitet, in der Zeit von 1965 bis 1977. Das ist eine lange Zeit. Was haben Sie da gemacht? Ich war als Steiger dort. Ja, verbinden Sie jetzt irgendwie noch was mit dem Turm oder sagen Sie, ja, es ist ein Schandfleck, er muss weg oder ist es trotzdem ein bisschen schmerzlich? Ach, schmerzlich ist es nicht. Der Bergbau ist ja nicht mehr aktuell. Und wie gesagt, müsste der Turm nicht unbedingt stehen. Ich bin etliche Jahre hier direkt auf den Neuner Schacht eingefahren, war früher Karl-Marx-Werk und wo das stillgelegt wurde, sind wir dann hier auf Martin-Hob gekommen und ja, bis eben Schluss war soweit. Und jetzt wohne ich gleich hier daneben, schon 40 Jahre und jetzt warten wir darauf, dass das letzte Relikt verschwindet, genau so. Erstens mal bin ich jetzt aufgeregt wie verrückt. Ja. Ne? Und ist schon ein bisschen traurig. Ja. Aber ich habe mir genug Aufnahmen schon gemacht in den letzten Wochen von hier. Und das tröstet mich dann ein bisschen. Aufgeregt waren auch wir und sicher ebenso viele andere Schaulustige. Eine Sprengung erlebt man ja nicht alle Tage. Einmal wurde sie zeitlich auch verschoben. Inzwischen waren alle Kameras und Drohnen einsatzbereit. Vielen Dank an dieser Stelle an Patrick Schäfer aus Mülsen für die Luftaufnahme. Gegen 12.30 Uhr war es dann soweit, die Signale ertönten und dann...
Da fiel er um, wie geplant und ja, relativ unspektakulär. Hat sich das Warten gelohnt? Ja, sicher. Ja? Ja. Aber spektakulär ist anders, oder? Ja, auf alle Fälle. Wir sehen uns das noch einmal von oben an. Das kommt auf jeden Fall besser. Ja, und das war's dann. In Zukunft müssen sich die Mösener zur Orientierung einen neuen Bezugspunkt suchen. Zum Glück gibt es ja noch zwei weitere Türme.